Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main darf ich Sie herzlich willkommen heißen zu Handwerk trifft hier in Bad Homburg. Trotz der Corona-Pandemie, der Mittelstand muss sich auch in solchen Zeiten zu aktuellen Themen zu Wort melden und die Plattform für wichtige Diskussionen bieten. Wir als Wirtschaftssektor, das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan, wie es so treffend heißt, wollen uns einbringen. Um den Diskurs zu vertiefen, haben wir daher dieses Gesprächsformat ins Leben gerufen. 3 bis 4 Mal im Jahr tauschen wir uns mit der Region und mit den prominenten Gesprächspartnern aus. Wir als Handwerkskammer vertreten mehr als 33.000 Mitgliedsbetriebe, vor allem familiär geprägte Betriebe. Wir vertreten aber auch 143.000 Handwerkerinnen und Handwerker und da sind wir immer besonders stolz, das Handwerk in dieser Region hat zurzeit mehr als 10.000 Auszubildende. 6 Standorte hat die Handwerkskammer Bensheim, Brüssel, Darmstadt, Frankfurt und Weiderstadt. Der Kammerbezirk reicht von der Bergstraße im Süden bis zum Hochtaunus, Main-Taunus-Kreis hier im Westen. Wir laden daher immer gemeinsam mit der jeweiligen Kreishandwerkerschaft der Region zu Handwerk trifft ein. Heute Abend begrüße ich unsere Partner von der Kreishandwerkerschaft für den Main- und Hochtaunuskreis, an der Spitze vertreten durch einen der beiden Kreishandwerksmeister, Herrn Walter Gernhardt. Meine Damen und Herren, eine ganz besondere Ehre ist es uns, Giovanni Di Lorenzo begrüßen zu dürfen. Sie sind Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkrunde 3 nach 9 bei Radio Bremen, um nur einige zu nennen. Sie studierten Kommunikationswissenschaft, Politologie und neuere und neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sehr geehrter Herr Di Lorenzo, gerade in Zeiten der Pandemie ist es nicht selbstverständlich, dass einer der profiliertesten Publizisten dieses Landes sich auf den Weg macht, hier nach Bad Homburg zu einer Gesprächsveranstaltung zu kommen. In den Vorgesprächen mit Ihrem Haus ist, denke ich, deutlich geworden, dass die Themen Meinungs- und Pressefreiheit auch dem Handwerk und unserer Handwerkskammer besonders am Herzen liegen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Basis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein gemeinsames Verständnis in Sachen Grundrechte und ein verstärktes Eintreten für diese Grundrechte ist. Und dass wir alle gemeinsam sehr genau hinschauen müssen, was momentan digital und analog passiert und was auch, und das ist sehr aktuell, am Wochenende in Berlin passiert ist. Meine Damen und Herren, ganz herzlich möchte ich den Moderator des heutigen Abends unserer Gesprächsreihe begrüßen, Herrn Professor Michael Friedmann. Sie sind Jurist und Fernsehmoderator, aber auch Honorarprofessor an der Frankfurt School. Und Sie sagen, unsere Demokratie ist täglich harte Arbeit und jeder, dem sie am Herzen liegt, ist aufgerufen, seinen Teil beizutragen. Auch deshalb soll es heute Abend zum Thema Meinungsfreiheit gehen. Herzlich willkommen auch Frau Landtagsabgeordnete Elke Barth, den Kreistagsvorsitzenden des Main-Taunus-Kreises, Herr Wolfgang Menner, dem Main-Taunus-Kreis Kreisbeigeordnete Frau Madeleine Overdick, den ersten Kreisbeigeordneten des Hochtaunuskreises, Herr Thorsten Schor. Ich freue mich natürlich auch, quasi den Hausherr hier begrüßen zu können, den Bürgermeister von Bad Homburg, Herrn Meinhard Matern, der Bürgermeister aus Flörsheim, Herrn
Dr. Bernd Blich, den ich besonders begrüße, will das auch gleich aufklären. Ich bin in Flörsheim geboren und es ist schön, dass Sie heute Abend hier sind. Und den Bürgermeister aus Steinbach, Herrn Steffen Bong. Ich freue mich aber auch, dass der Vorstandsvorsitzende der Taunus-Sparkasse, Herr Oliver Kling, heute bei uns ist. Aber ganz besonders möchte ich an dieser Stelle noch der Deutschen Vermögensberatung danken. Die Deutsche Vermögensberatung ist bei den Ausrichtungen der Veranstaltungsreihe Handwerk trifft immer dabei und unterstützt uns nicht nur tatkräftig, sondern sie unterstützt uns wirklich. Und bevor ich das Mikrofon an Herrn Michael Friedmann übergebe, zwei kurze organisatorische Hinweise. Wenn sich von Ihren Plätzen erhebe, bitte tragen Sie Ihren Mund- und Nasenschutz. Und auf euren Stühlen liegen kleine Zettel. Wenn Sie eine Frage haben und sich ins Gespräch einbringen wollen, tun Sie die bitte auf den Zettel schreiben. Unser Team wird die Fragen einsammeln und ins Gespräch mit einbringen. Dann bleibt mir jetzt nur eins zu sagen. Lieber Professor Friedmann, lieber Michael, du hast das Mikrofon. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Es ist angesprochen worden, wir hatten ein langes Wochenende in Berlin, in der Bundesrepublik, unter der Überschrift Meinungsfreiheit. Wie würden Sie dieses Wochenende einordnen? Also erst einmal, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Die Frage trifft genau ins Herz des Blattmachers und der Redaktion. Ich habe ja heute und morgen Redaktionsschluss für die Zeit. Wir haben heute Morgen sehr stark diskutiert. Was machen wir? Machen wir einen Titel, wie gespalten ist unsere Gesellschaft unter dem Eindruck dieser Demonstration oder wie solidarisch ist unsere Gesellschaft in Corona-Zeiten? Wäre sehr gespannt, was Sie machen würden, Sie alle, welchen Titel Sie aktueller und richtiger fänden. Ja, ich würde zum Beispiel einen Doppeltitel gemacht haben und mit großen Fragezeichen über beide Aussagen, weil ich glaube, dass wir uns in einem Prozess befinden, wo dieses erste Halbjahr eine Generalprobe war. Vielleicht war die erste Generalprobe, was die Meinungsfreiheit, den Umgang im Streiten angeht, sogar 2015. Aber wie es denn wirklich wird, ist schwer vorauszusagen. Für was haben Sie sich denn entschieden? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe ja noch 24 Stunden bis zum Redaktion. Dann erzählen Sie uns doch oder lassen Sie mich mal teilhaben und uns an den Gedanken, Argumente und Gegenargumente für die Positionen. Naja, wir haben erst einmal eine Studie, die sehr aufschlussreich ist, die zeigt, unter welchen Bedingungen Menschen zu Corona-Zeiten, aber auch außerhalb von Corona-Zeiten solidarisch sind und anderen helfen und auch bereit sind, für eine größere Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben natürlich eine ganze Gruppe von Reporterinnen und Reportern in Berlin unterwegs gehabt, die sich angeschaut haben, was da stattgefunden hat. Die Überlegung ist, wollen wir 30, 40, lass es 50.000 Demonstranten die Ehre erweisen, auch die Titelgeschichten der großen Blätter in Deutschland zu füllen und zu bestimmen, oder müssen wir auf das uns stärker konzentrieren, was der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland entspricht. Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland findet die Maßnahmen gegen Corona richtig oder gar zu schwach. Und es ist eine kleine, verhältnismäßig kleine Gruppe, die allerdings, und das ist der Schrecken, den alle Beobachter davongetragen haben, weit in die Mitte der Gesellschaft hineinragt. Das Bestimmende an dieser Demonstration war, dass es so unterschiedliche Menschen sind. Sie haben es alle mitbekommen. Es gab die Extremisten aller Couleur, die Neonazis, die Reichsbürger. Es gab AfD-Leute, es gab, wie soll ich sagen, anthroposophisch, pietistisch eingefärbte Demonstrantinnen und Demonstranten aus dem Südwesten Deutschlands, also Baden-Württemberg scheint eine Bastion zu sein. Es gab Hare Krishna-Fans,
Es gab vereinzelt Gandhi-Fans und Leute, die dann Reggae-Musik abgespielt haben. Also das Heterogene ist das Entscheidende. Und das ist schon eine Frage, auf die im Moment nicht so viele eine Antwort haben. Kann man zumindest einen Teil dieser Leute zurückholen, überzeugen oder kann man es nicht? Das ist überhaupt eine der großen Fragen angesichts der Spaltung, die wir nicht nur in Corona in dieser Gesellschaft, im Diskurs dieser Gesellschaft gerade erfahren. Aber nun beschreiben Sie eigentlich etwas, was wir seit mehreren Jahren beobachten. Und wir haben ja versucht, das Ganze auch mit dieser Thematik Meinungsfreiheit zu überschreiben. Da ging es ja darum, soll demonstriert werden, kann demonstriert werden, darf demonstriert werden. Die Frage, ob man sagen kann, was man denkt, ob man wirklich in diesem Land das Gefühl hat, Sie haben auch das Stichwort gebracht, in der Mitte der Gesellschaft, nee, hier gibt es irgendwie so eine Meinungsherrschaft, auch das wird bei Corona ja immer wieder gespiegelt, hat sich in allen auch wissenschaftlichen Umfragen, Sie haben jetzt eine zitiert, dargestellt, knapp die Hälfte der Bevölkerung ist der Meinung, man könne doch nicht alles sagen, was man sagen will. Die Frage bei Allensbach Ende letzten Jahres lautete ganz klar, 57% der Befragten stimmten der Aussage zu, dass es ihnen, Zitat, auf die Nerven geht, dass einem immer mehr vorgeschrieben wird, was man sagen darf und wie man sich zu verhalten hat. Auch dieses Narrativ ist ja während dieser Corona-Demonstrationen noch mal gespielt worden. Stimmt da irgendetwas an dieser Erzählung? Es sind natürlich unterschiedliche Dinge auch. Also Corona, der Beweis, dass die Menschen, die da waren, demonstrieren konnten und sagen konnten, weitgehend, was sie wollten eigentlich, was heißt weitgehend, komplett sagen konnten, was sie wollten, ist ja dadurch erbracht worden, dass Gerichte ein Demonstrationsverbot aufgehoben haben. Ich meine, das zeigt doch, wie unabhängig die verschiedenen Institutionen in diesem Lande sind und straft all jene Lügen, die sagen, man könne gewisse Sachen hier in Deutschland nicht sagen. Ich fand übrigens auch, dass die Polizei in Berlin einen guten Job gemacht hat. Inklusive Reichstag? Schutz? Ja, aber pass mal auf, den Reichstag, da muss ich sagen, das war echt wieder eine Berliner Nummer. Nicht auf die Idee zu kommen, dass Demonstranten, die da vorbeigehen, auf die Idee kommen könnten, auch Richtung Reichstag zu gehen, das ist eine Polizeiführungsaufgabe gewesen und nicht die Aufgabe und die Verantwortung der Einzelnen, die sich da wirklich couragiert hingestellt haben. Die haben meinen allergrößten Respekt, die das gemacht haben. Im Übrigen, so hässlich dieser versuchte Sturm war und so furchtbar diese Fahnen waren, die da, die Bilder dieser Fahnen waren, mir wird das, dieser vermeintliche oder tatsächliche Sturm auf den Reichstag, der wird mir auch eine Spur zu groß gemacht. Wenn das eine richtig organisierte Aktion gewesen wäre, dann hätten die das auch geschafft, bei 7 Polizeibeamten, die da standen, ja? Auch wenn die Türen dann offenbar blockiert worden sind. Für aber die grundsätzliche Aussage, man darf in Deutschland nicht alles so frei sagen, wie es den Anschein hat. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Es sind, glaube ich, sogar, wir haben dem sogar einen Titel gewidmet, es sind sogar noch mehr, die das Gefühl haben. Diese Einschätzung speist sich nicht aus irgendwelchen staatlichen Verboten oder daraus, dass Kirchen einem heute irgendwas vorgeben. Das ist ja überhaupt nicht mehr der Fall. Ich komme ja noch aus einer Zeit, in der ich mitbekommen habe, wie ein Song wie Imagine von John Lennon, wunderbarer Song, einer schönsten der Popgeschichte, im staatlichen Rundfunk Italiens nicht abgespielt werden konnten. Warum? Weil er da fantasiert von einer Welt ohne Religion, ohne Grenzen. Das war schon blasphemisch. Sondern aus der Erfahrung, dass Leute, die daneben liegen, mit einem Satz, mit einem Scherz, eine Gnadenlosigkeit erfahren in der öffentlichen Resonanz, dass sich Leute anfangen, sehr vorzusehen. So. Dies ist, wie Sie sich sicher vorstellen können, kein Freibrief für rassistische Äußerungen, welche Art auch immer, diskriminierender, aber für dieses Gefühl, es ist, kann sehr verhängnisvoll sein, einen falschen Satz zu sprechen. Dafür dieses Empfinden der Leute,
das ist eine Realität, für die ich ein gewisses Verständnis aufbringe. Also ich würde gerne einfach, weil wir sonst uns ja beide nur im Echo wiederfinden, eine andere Position aufbauen und sagen, wenn du etwas in den Raum hineingibst, das gehört übrigens zur Streitkultur, Helmut Schmidt hat davon immer gesprochen, andere auch, dann gibt es einen Widerspruch. Und nun können wir über die Qualität von Rede und Gegenrede sprechen, aber auf dem offenen Markt, vor allen Dingen auch auf dem digitalen, aber auch dem medialen Markt, ist die Erhitzung kein Phänomen der letzten Jahre, ist auch kein Phänomen der zwei großen Themen, die uns jetzt begleitet haben, sei es die Frage seit 2015 oder jetzt Corona. Wenn ich mich so zurückerinnere, auch mit Sarrazin und andere, es wird ja doch auch Dinge mittlerweile in diesem öffentlichen Raum verhandelt, wo alle Seiten untereinander das, was Sie beschreiben, nämlich dass es sehr hart, sehr heiß, sehr spontan, teilweise organisiert zugehen kann, dass das ein Stück der Realität ist. Aber ist denn die Antwort, deswegen ziehe ich mich zurück, oder wäre nicht eigentlich die demokratische Antwort, wir wehren uns im Kreislauf, wer auch immer jetzt sich vermeintlich Opfer oder Täter dieser Diskussion führt. Also mir wäre das jetzt noch ein bisschen für den Anfang unseres Gesprächs zu wenig, wenn wir da stehen bleiben würden. Will was ist denn eigentlich wirklich los in dieser Gesellschaft, was Diskussion, Streit, Auseinandersetzung angeht? Keine Angst, wir bleiben da nicht stehen. Ich habe erstmal versucht, eine Zahl zu interpretieren, die ich kannte und die Sie mir vorgehalten haben. Was in dieser Gesellschaft wirklich los ist, ist etwas, was ich nicht beruhigend finde und auch nicht schön finde. Es ist die Zeit, in der vor allen Dingen der öffentliche Diskurs bestimmt wird von Menschen, die von den Rändern reinbrüllen. Getragen und motiviert vor allem durch eine Intention, den anderen nach Möglichkeit, den jeweils anderen nach Möglichkeit misszuverstehen und ihm das denkbar Schlechteste zu unterstellen. Das hat mit Streitkultur nichts zu tun. Das ist das Gegenteil von Streitkultur. Und ich wünsche mir eine Rückkehr. Ich möchte nicht mit jedem diskutieren. Ich möchte auch in der Zeit nicht jedem ein Forum geben. Dazu gibt es auch überhaupt keine Veranlassung. Aber ich wünsche mir die Rückkehr zu einer Streitkultur, in der man auf das Argument des jeweils anderen eingeht, in der man sich einlässt auch auf die Konfrontation mit Argumenten, auch mit Standpunkten, die nicht meine sind, aber die man respektvoll austauscht. Alles andere ist die Karikatur, die Simulation von Diskurs. Und davon müssen wir irgendwann wieder weg, sonst ist diese ganze Gesellschaft irgendwann auch vergiftet. Ich teile Ihre Analyse, dass das aus den Rändern kommt. Ich frage mich, Sie haben es ja selbst auch angesprochen am Anfang, ob nicht das wahre Problem darin besteht, dass ein Teil dessen, was wir Mitte nennen, ich lasse den Begriff mal stehen, sich dem entweder nur angeschlossen hat oder gar nicht anders in der Lage ist, ein Teil davon sogar sehr bereit ist, sich einer ähnlichen Fehlinterpretation von Streitkultur anzuschließen. Ich glaube, die Frage ist, ist wirklich die Veränderung deswegen kausal oder primärkausal, weil sie aus den Rändern in dem, was wir Mitte nennen, hineingetragen wurde, oder war nicht auch in der Mitte teilweise eine Bereitschaft und in den letzten Jahren eine Enthemmung zusätzlich entstanden, wo beides symbiotisch wurde? Also gerade für dieses Problem gibt es nicht nur eine Begründung. Es gibt ganz viele und einige haben Sie völlig zu Recht gerade anklingen lassen. Ich denke, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung gegen diesem Schauspiel des Schreins, des Shitstorms, des Missverstehens eigentlich ratlos, angewidert, eingeschüchtert gegenübersteht. Und es gibt relativ wenig Menschen im Moment in der politischen Mitte. Wir reden nicht über die ökonomische Mitte, das ist nochmal was anderes. In der politischen Mitte gibt es wenige Leute, an die Sie sich im Moment halten können, die Ihnen sagen, die machen uns auch Mut. Es ist eher so eine Verzagtheit zu spüren, auch in den klassischen Parteien der Mitte. Und auch das tut dem Diskurs, so wie ich mir wünschte, nicht besonders gut. Vielleicht ist es an der Zeit,
dass die große politische Mitte nicht nur die Freude am politischen Streit wiederentdeckt, sondern auch ein neues Selbstbewusstsein. Es ist nicht verständlich, warum Diskurs so sehr im Moment von den Rändern bestimmt wird. Aber wenn jemand wie Sie das sagt, müssen wir das ein bisschen vertiefen, weil für uns beide ist, es ist nicht zu erklären oder nachzuvollziehen, etwas, wo wir nicht stehen bleiben können. Versuchen wir also, uns diesem von Ihnen Gesagten, es ist schwer zu verstehen, nochmal zu nähern. Sie sagen erstens, die überwiegende Mehrheit will das so nicht. Sie sagen zweitens, die meisten Repräsentanten der politischen Mitte sind, ich nutze mal Ihren Begriff, nicht selbstbewusst genug, da geht mir durch den Kopf, wie kann man als Demokrat nicht selbstbewusst genug sein, um denen, die so unterwegs sind, einfach zu sagen, hey Leute, wir haben eine andere Form zu reden. Also versuchen wir doch mal einen Augenblick. Darf ich ein Beispiel dafür geben? Ja, gerne. Schauen Sie, eine Politikerin, die, Sie sehen auch, ich bin vorsichtig und schalte alle möglichen Sätze davor, um nicht missverstanden zu werden. Eine Politikerin, die sich... Darf ich kurz fragen, ist das schon auch wieder so ein Resultat dieser komischen Gesprächsstimmung? Natürlich. Dass wir einen Prolog und Epilog nehmen? Absolut. Ein Prolog ist ganz wichtig, um nicht missverstanden zu werden. Und ich sage, Frau Merkel, die ich oft kritisiert habe, hat Großartiges und Einzigartiges geleistet. Und ich glaube, wir werden noch uns lange daran erinnern, wie es mal war, wenn sie aufhört, als sie noch an der Regierung war. Aber... Was für einen Eindruck hinterlässt du, wenn du Wahlkampf machst im Osten und da stehen da ein paar Dutzend Krakehler und Buhnen und die Veranstaltung und sie nimmt sich diese Leute nicht vor. Was für einen Mut machst du deinen Parteifreunden und Freundinnen, die da sitzen und diese Veranstaltung organisiert haben, sondern dass du sozusagen das Gefühl hast, die haben da gewonnen. Die haben die Hoheit gehabt über die Stimmung an diesem Ort im Wahlkampf zu dieser Zeit. Und da sage ich mit dem wunderbaren Schauspieler Matthias Brandt, dem jüngsten Sohn von Willy Brandt, den ich mal gefragt habe, sagen Sie mal, nee, wir duzen uns, sag mal, was würde wohl dein Vater, was hätte der wohl gesagt, wenn er das mitgekriegt hätte, diesen Aufstieg der Populisten? Und der sagte dann den schönen Satz, ach weißt du, die Generation meines Vaters, die ins Exil gegangen ist, die im Widerstand war, die hat noch ganz andere Dinge erlebt. Und mir fehlt es so ein bisschen an Persönlichkeiten, die sich diese Leute auch einfach mal zur Brust nehmen. Ich verstehe diese Sehnsucht. Ich verstehe diese Sehnsucht und ich fände es auch angemessen, dass sich Leute auch hinstellen und sagen, jetzt ist Schluss. Und jetzt gibt es Grenzen, die wir in dieser Gesellschaft nicht überschreiten wollen. Wenn Sie jetzt einen Namen genannt haben, dann machen wir es jetzt mal positiv und schließen nicht die aus, die aus Ihrer Sicht es nicht genug machen. Wer macht es denn genug im Rahmen der jetzt ernst zu nehmen, denn auch funktionellen politischen Elite. Zweite Frage, wenn man es so täte, wie Sie es gerade angedeutet haben, ich kann das außerordentlich nachvollziehen, würden viele wieder schreiben. Würden bestimmt was sagen, wenn Sie da stünden. Ich würde auch etwas sagen, wenn man nicht nur dort steht, wir tun es auch, aber die Frage bleibt stimmt, doch, die in der Meinungsfreiheit-Debatte unterwegs sagen, würden sagen, was die beiden jetzt sagen, ist doch der Beweis, die Meinungsfreiheit wird wieder eingeschüchtert. Man muss jetzt sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also die zwei Fragen. Wer fällt Ihnen im Rahmen der politischen Elite ein, wo Sie sich wünschen, mehr davon? Aber die Meinungsfreiheit kann man doch relativ klar definieren. Meinungsfreiheit ist, alles sagen zu können zu politischen Fragen, was man denkt. Und es gibt Grenzen. Die Grenze ist die Verletzung der Persönlichkeitsrechte, also die Beleidigung, oder Diffamierung durch Volksverhetzung oder rassistische Äußerungen. Das ist doch eine Grenze, die ziemlich klar zu definieren ist. Und vor dieser Grenze gibt es einen enormen Freiraum. Wir müssen nur wieder lernen, das Argument des anderen wahrzunehmen, anzuhören, zu gewichten, das möglicherweise zu widerlegen, Widerspruch einzulegen, ohne gleich mit
dem Stempel zu kommen, du bist links oder du bist rechts. Weil diese Stempel haben, abgesehen davon, dass sie manchmal auch stimmen, aber wenn sie nicht stimmen, haben sie eine verdammt schädliche Funktion für den Diskurs. Sie stecken dich in eine Schublade, sodass du der Pflicht entledigt bist, dich mit dem Argument auseinanderzusetzen. So, und ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr ein ganzes Ressort gegründet, das den programmatischen Titel trägt Streit. Aus der Lust heraus, unterschiedliche Argumente auch kennenzulernen im Diskurs. Jetzt in der kommenden Ausgabe, wenn Herr Sigmar Gabriel das nicht wieder zurückzieht, was ja manchmal passiert, ist ein Streitgespräch zwischen Sigmar Gabriel, damals Vizekanzler, und dem Bürgermeister jenes Ortes, an den Gabriel gereist war und in dem er vom Pakt gesprochen hatte, über diese Äußerung. Das ist doch interessant. Da fliegen die Fetzen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht bei diesen Streitgesprächen, dass sich immer wieder Leute melden und sagen, ja, man darf doch nicht dem ein Forum bieten. Nun käme keiner von uns auf die Idee, Herrn Höcke da ein Forum zu geben oder einem Holocaustleugner oder einem Leugner des Klimawandels. Es gibt tausend Grenzen. Aber man kann doch Herrn Maaßen in einem Streitgespräch mit Herrn Baum zu Worte kommen. Wo sind wir denn, dass wir sagen, wir brauchen so ein Reinheitsgebot und in das fällt auf keinen Fall Herr Maaßen oder auch Wähler, die von der CDU in Sachsen enttäuscht sind und deswegen rechts gewählt haben. Ich muss doch die Argumente, die Empfindungen der anderen kennenlernen, damit ich weiß, was notfalls auch helfen würde, die Leute wieder in ein anderes politisches Lager hinüberzuziehen. Ganz kurz nur, wer ist für Sie der oder diejenige, die diesen Diskurs so führt in der politischen Elite, wo Sie sagen, mehr davon? Sie haben bei Merkel gesagt, zu wenig. Bei wem würden Sie sagen, es reicht wenigstens aus? Also die Frau Merkel, neben den vielen Sachen, die ich an ihr wirklich bewundernswert finde, hat zu wenig mit den Menschen kommuniziert. Wer ist? Wirklich zu wenig. Wer ist da? Ich finde, keiner glänzt im Moment durch ein besonderes Talent, zu den Menschen sprechen zu können, von den Politikerinnen und Politikern, die ich vor Augen habe. Da sind große Talente auch verschwunden, wirklich verschwunden. Ich gehöre zu jenen, die es zum Beispiel bedauerlich finden, dass Sigmar Gabriel weg ist. Jetzt mal unabhängig von der einen oder anderen Dummheit, die er danach gemacht hat. Aber ich finde, stell dir mal vor, eine Auseinandersetzung, auch im Fernsehen, Gabriel Merz, finde ich, da würde man vom Fernseher sitzen und sagen, ich bin gespannt, wer da gewinnt. Jetzt haben Sie Scholz und Merz. Ja, jetzt haben wir, weil Merz weiß ich noch nicht, da würde ich ein großes Fragezeichen machen. Ich finde, ich bewundere auch jeden, der alle Tassen beieinander hat und ein bisschen professionell ist, der es heute wagt, in die Politik zu gehen. Insofern bin ich auch nicht einer, der sich über Herrn Scholz lustig machen möchte. Aber ich glaube, ich tue ihm nicht Unrecht, wenn ich sagen würde, ein mitreißender Redner, also jedenfalls dieses ist mir nicht einmal in Hamburg aufgefallen, wo die Leute genügsamer sind als vielleicht in Bad Hombach. Ich möchte Sie nochmal ansprechen auf etwas sehr Wichtiges, was Sie gesagt haben, nämlich das Argument. Das Argument, das in einer Diskussion geführt wird. Es gibt eine Haltung, diese Haltung wird begründet. Das ist in der Tat die Voraussetzung von Streitgespräch. Das kann mit aller Leidenschaft und Rhetorik übrigens durchgeführt werden. Aber wir haben ja in unserer Diskussionsrealität, ich sage bewusst nicht Diskussionskultur, in den letzten Jahren übrigens nicht nur, weil es das Digitale gibt, eher eine Art von Gespräch, wo nicht mehr über Argumente, sondern über Meinungen gestritten wird. Und das ist ja relativ schnell erschöpft, weil am Ende ist es, ich glaube, du glaubst, nein, ich habe recht, wie ich glaube, du hast recht. Um mit Argumenten zu diskutieren, braucht es, ob man will oder nicht, auch ein gewisses Mindestwissen. Ist das eines der Probleme der Diskussionskultur und der Streitkultur unserer Gegenwart, dass Sie von Argumenten sprechen und andere von Meinungen? Ja, ich finde, die Vermischung von Meinung und Fakten ist ein Problem. Und das auch in den Medien, nehme ich niemanden aus. Ich glaube, wir brauchen die Voraussetzung für eine gute Meinungsbildung, ist erstens
die Kenntnis von Fakten zu einem Problem. Und da muss man sagen, wir stehen ständig unter Zwang, uns auch wieder neu zu bilden. Ja, ich könnte, obwohl das mein Beruf ist, ich könnte Ihnen nicht mehr runterbeten, wenn ich mir jetzt kritisch prüfe, wie der Syrien-Konflikt angefangen hat, obwohl ich es mindestens dreimal schon nachgelesen habe. Und so ist es in vielen Problemen. Also wir müssen immer wieder daran erinnern, wie Probleme sich verhalten, wie sie begonnen haben. Und das Zweite ist, ich glaube nach wie vor an die große Zumutung, dass Leserinnen und Leser, Zuschauer und Zuschauerinnen reif genug sind, sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen, damit sie sich eine eigene bilden können und dass sie nicht andauernd die Bestätigung der eigenen Meinung brauchen. Ich finde das übrigens auch stinkelangweilig. Ich würde mich dem immer anschließen, aber wir müssen zwei, drei, viele Realitäten, nicht nur in unserer Gesellschaft, dann doch jedenfalls auch beobachtend als Journalisten und Publizisten zur Kenntnis nehmen. Es gibt eine nicht mehr Quantité negligible von Menschen, ob in den Vereinigten Staaten, ob auch in der Bundesrepublik, ich rede jetzt immer von Demokratien, die den Begriff Fakten als bereits eine Manipulation der Herrschenden empfinden, die sich, was ihre Meinungsbildung angeht, sich von diesen Fakten auch entfernen wollen. Wir haben das bei vielen Themen und wir erleben es ja nicht nur im Netz, sondern sehr oft, wenn man dann zusammen sitzt und dann, ob das jetzt der Syrien-Konflikt ist oder anderes, jemand sagt, aber entschuldige mal, so und so ist die Tatsache. Die einen oder anderen versuchen dann in Google etwas zu finden, um das zu belegen oder auch nicht im Gespräch. Aber wir müssen uns ja dem auch stellen, dass nicht, Sie werden sagen, leider die absolute Mehrheit der Bevölkerung die Zeit liest oder qualitativ sich mit solchen Fragen beschäftigt, wie wir das jetzt diskutieren, sondern sagt, erstens stimmt das alles nicht und zweitens, ich lasse mir von euch nicht vorschreiben, wie ich diskutiere, wie ich denke und wie ich meine. Ich würde mich gerne einen Augenblick auch auf diese Realität einlassen mit Ihnen. Und Sie haben das in einem anderen Zusammenhang schon gesagt, wie holt man die Leute zurück? Lassen Sie uns also jetzt von den Themen mal weggehen. Wie holt man Leute überhaupt hinein, um ihnen deutlich zu machen, wir leben in der informationsfreiesten Welt, in der Menschen je gelebt haben. Ihr müsst euch ein bisschen anstrengen, wir müssen uns anstrengen, um diskutieren und Meinungen entwickeln zu können. Wie sehen Sie das? Also das ist eine Frage, die so groß ist, dass wir bis morgen früh zum Frühstück hier... Wir haben Zeit. Ja. Also natürlich werden wir weder mit diesem Gesprächsformat noch mit der Zeit die alle Deutschen erreichen können. Also dieser Illusion gebe ich mich nicht hin. Ich möchte aber auch, weil immer so der Weltuntergangsgesang so angestimmt wird, sagen, die Zeit, ein so zugegebenermaßen auch forderndes Blatt wie die Zeit, ist heute nach Bild die mit Abstand größte Zeitung in Deutschland. Also in so einem katastrophalen Zustand kann das Land nicht sein, dass sich ein Blatt wie die Zeit leistet und auch noch liest. Das macht uns froh, demütig und dankbar. So, also das erstmal. Oh, demütig, dankbar, das ist deutsch. Das ist, ja, sind aber Eigenschaften, die ich in diesem Land schätzen gelernt habe. Man kann ja auch sehr zufrieden sein als Chefredakteur. Und die nicht immer selbstverständlich ist. Ja, aber da verkennen Sie sozusagen meinen halb italienischen Aberglaube. Dann denke ich, kommen sofort die bösen Geister. Okay, also wir sind doch wieder im Irrationalen. Sagen das davon. So, okay. Den Diskurs wünsche ich mir natürlich rationaler. So, da gibt es eine Fraktion, die sagt, das in Amerika ist das besonders ausgeprägt im Moment, mit bestimmten Leuten rede ich nicht mehr. So, ich kann das verstehen. Ich war selber vor 3 Wochen bei einer prominenten Freundin zu Gast bei der Geburtstagsparty ihres Partners. Und da saß eine sehr nette Nachbarin, die mir erzählte, ob ich als Journalist schon mal in der unterirdischen Welt unterm Vatikan reinschauen konnte, wo also die furchtbarsten Menschenversuche unternommen werden und so eine geheime Weltregierung. Immerhin, es war keine jüdische Weltverschwörung, sondern eine katholisch. Aber es gibt nicht Katholiken ohne uns Juden, das ja, okay. Muss man auch sagen. Okay. So, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich sagen soll.
Aber ich glaube, nicht einmal von den 30, 40 oder 50.000 Demonstranten am Wochenende in Berlin, ob keiner mehr von denen für Argumente erreichbar ist. Es bleibt uns ehrlich gesagt auch gar nichts anderes übrig, als den schweren Weg der Diskussion zu gehen. Denn wenn wir uns wünschen, dass zum Beispiel ein Donald Trump im November die Wahl verliert, dann bleibt den Demokraten gar nichts anderes übrig, als einen Teil der Trump-Wähler wieder für sich zu gewinnen. Deshalb halte ich diesen Abgrenzungsdiskurs auch für so unpolitisch, ehrlich gesagt, für schwachsinnig. Man muss versuchen, um Argumente zu streiten und um Standpunkte zu streiten, mit dem Ziel, den anderen auch für sich zu gewinnen. Das ist das, was eine Demokratie am Leben erhält. Sonst ist es keine Demokratie mehr. Und weil Sie vorhin Helmut Schmidt genannt haben, wir haben als Motto unserer Streitseiten einen Spruch von Helmut Schmidt aufgeschrieben, der heißt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Ja? Aber er hat bestimmt nicht mit dem Streit gemeint, mit irgendwelchen Menschen, die glauben, dass wichtigste Politiker heute im Grunde genommen Echsen sind. Oder andere, die leider in Berlin jetzt auch wieder unterwegs waren, die glauben, dass Politiker das Blut von Kindern absaugen lassen. Das ist einfach, da muss man einfach sagen, da ist ein Warnsystem, von dem auch ich nicht weiß, ob da noch irgendjemand ein- oder vordringen kann. Neben Argumenten ist ja für Streitkultur in einer Demokratie, und Demokratie hat was... Neonazis ganz zu schweigen, ja? Da kommen wir noch drauf, aber ich wollte doch noch mal das weiter denken. Also die Streitkultur braucht Wissen, braucht Argumente, aber es gibt ja so etwas auch wie Werte. Und der Historiker und Schriftsteller Timothy Gordon Ash hat zur Streitkultur Folgendes gesagt, was ich finde, da gibt es auch keine Gesetze, die das formulieren können, sondern das ist etwas sehr Grundsätzliches. Ich zitiere ihn mal. Dass wir das Recht haben, etwas zu sagen, heißt bei weitem nicht, dass wir auch die Pflicht haben, das zu sagen. Die Zivilisation beruht eben darauf und auch die Demokratie beruht darauf, dass wir das Recht haben, viele Dinge zu sagen, aber es nicht sagen, weil wir nicht unnötigerweise beleidigen oder hetzen oder psychologischen Schaden anrichten wollen. Ist die Debattenkulturkrise auch eine Krise, dass wir viele Grundlagen, wie die Würde des Menschen ist unantastbar, um nur eine zu nennen, wenn überhaupt nicht ausreichend verinnerlicht haben? Spiegelt sich da auch etwas, wo wir zwar in Sonntagsreden das gerne zitieren, aber im Alltag... Sprechen Sie von Deutschland oder von Amerika? In Deutschland. Ich bin in Deutschland. Also ich meine, wenn ich mir die Verrohung des Diskurses in Amerika anschaue, mit einer unglaublich langen demokratischen Tradition, würde ich sagen, dass Deutschland noch ein Land ist, in dem es verhältnismäßig friedlich zugeht und zivilisiert. Wenn Sie mich fragen... Und übrigens, darüber sollten wir glücklich sein. Also es ist das einzige Land, was mir jetzt im Moment einfällt, das keine oder noch keine große populistische Bewegung hat. Italien. AfD ist die größte Oppositionspartei, ja, um es rein vom Faktum her zu nennen, im Bundestag. Sie kennen ja auch, reicht das, ehrlich gesagt. Ja, aber Sie sind sehr weit von der Regierungsverantwortung entfernt. Und Sie sind weiter als wir beide. Und ich meine, wir kennen uns seit langem, je gedacht hätten. Ich wollte Ihnen nur sagen, weil man alles, politisch denken heißt ja alles auch in Relation setzen zu können zueinander. In Italien, das Land, das gerade eine enorme Hilfe bekommen hat von der Europäischen Union, die ich mir so nicht hätte vorstellen können, wenn Sie mich vorher gefragt hätten. Bei den aktuellen Meinungsumfragen, wen würden Sie wählen, wenn jetzt Wahlen wären, liegt die Lega des Herrn Salvini und die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia würden zusammen 41% holen. 41%. Gegen so einen Block kannst du nicht regieren. Wir haben die AfD in Deutschland im Moment zwischen 10 und 12%. Ja, da können Sie sagen, das ist
Wir können alles sagen, aber es ist, dagegen stehen 88% oder 90% der Leute, die damit gar nichts anfangen können. Und mir ist es wichtig, einfach nur das festzuhalten, wir stehen nicht vor der Machtergreifung durch die AfD. Mir sehr wichtig. Wir haben überall auf der Welt das Aufkommen populistischer Bewegungen. Es sind überall, fast überall, rechte populistische Bewegungen. Und das ist auch eine sehr interessante Frage. Warum driften Menschen in Zeiten, die unsicher sind, in denen sich sehr viel verändert, in denen sehr viel auch Bedrohliches wird, eher nach rechts und nicht nach links? Hochinteressante Frage. Warum? Und die richtigen Milieus dürfen in einer solchen Situation meines Erachtens nicht den Fehler machen, zu sagen, wir versuchen unseren Standpunkt, wo es nur geht, durchzusetzen, sondern auch gucken, wo sind Brücken zu den Menschen, die nicht ganz diesen Weg mitgehen können, sondern nur ein Teil, die aber ein Garant dafür sind, dass wir ein stabiles, demokratisches System hier weiter erleben können. Ich habe Ihnen zugehört und mir gerade gedacht, wer hat je behauptet, dass wir vor der Machtergreifung stehen? Aber okay, gehen wir jetzt nicht den internationalen, auch europäischen Vergleich, ich meine, wir können auch über Ungarn und Polen reden. Ich kann sofort sagen, von der Machtergreifung, mir ist das sehr wichtig. Wir reden ja ernst. Mir wäre sehr zu wichtig zu sagen, einfach nur zu sagen, vielleicht, wenigstens als Frage, ist am Aufstieg der AfD auch eine mediale, trägt auch eine mediale Aufmerksamkeit, zumindest eine Mitverantwortung, die das Phänomen vielleicht noch größer gemacht haben, als es ist. Das mag sein. Zumindest die Frage würde ich gestatten. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle in dynamischen Prozessen Teile der Prozesse sind, mit allen Bewegungen, die in die richtigeren, falscheren Richtungen, was auch immer das ist, angeht. Aber auch das ist ja etwas, was wir beide kennen. Die AfD erfindet ja nicht den Rassisten, den Antisemiten, den Nationalisten in Deutschland. Den gab es und die gab es vorher, die wird es wahrscheinlich auch nach der AfD geben. Wir gucken mal beide keinen Vergleich nach Ungarn, Polen oder Österreich. Erste FPÖ-Regierung mit Schüssel. Sondern wir schauen an Enthemmungsprozessen in diesem Land selbst, gucken also die andere Perspektive, nicht die Machtergreifung, die Veränderungen auch der Enthemmung unabhängig der AfD, ganz bestimmte Gedanken, apropos Meinungsfreiheit, in den öffentlichen Diskurs hineinzutragen. Einerseits sind aus meiner Sicht in vielen Bereichen äußerst grenzwertig und darüber hinaus. Was mich aber erstaunt, und da will ich doch nochmal auf Ihre Bemerkung zurückkommen, ist, dass Millionen, wie Sie und ich antizipieren, die Mehrheit der Deutschen, scheinbar sprachlos sind, um auf diese Demokratiefeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit einen Diskurs draufzusetzen, sei es im Netz, sei es im Job, sei es im Sportverein, damit dieses Echo nicht so klingt, als sei es das Mehrheitsecho, sondern die Mehrheit eins draufsetzt. Man braucht es also mehr. Sie sprachen bei Berufspolitiker und Politikerinnen, braucht es mehr Leidenschaft bei diesen Millionen Menschen, um ihre Demokratie lebendig werden zu lassen und nach ihren Vorstellungen sich in den Diskursraum einzumischen? Jetzt werden Sie vielleicht erstaunt sein, aber ich gebe Ihnen völlig recht. Ich freue mich. An diesem Punkt gebe ich Ihnen völlig recht. Ich glaube, nichts ist so wirkungsvoll wie die Zivilcourage oder einfach nur der Mut von Leuten, die in brenzligen Situationen auch dagegen halten und zeigen, das ist nicht die schweigende Mehrheit, die so denkt, sondern das ist deine Meinung und ich bin überhaupt nicht auf deiner Seite und es gibt auch gewisse Dinge, die wollen wir so nicht hören und die sind einfach verheerend. Das ist, glaube ich, für jeden, der das erfährt aus dem eigenen Umfeld, aus dem Verein, aus dem Kollegenkreis, in der Schulklasse, in jedem Fall das Wirkungsvollste, was man sich vorstellen kann. Ich weiß, wovon ich rede, auch aus eigener Erfahrung. Wenn man das aber jetzt nochmal übersetzt, Sie haben Zivilcourage und Mut gesagt. Ich höre ja Worten sehr genau hin.
Also du bist im Job, du bist irgendwo im Fußballverein, du bist an so einem Abendessen, das Sie gerade erzählt haben, und jemand kommt und fängt an, ganz bestimmte Bemerkungen, die ich jetzt bewusst nicht anfange zu erzählen und zu zitieren, das sollen die anderen schon selbst tun, aber wir wissen, wovon wir reden, zu sagen. Wo ist die Zivilcourage, wo ist der Mut oder andersrum? Wenn diese Anfangspunkte bei vielen Millionen Menschen in ihrem Alltag schon so wirken, dass dem, was entgegenzuhalten, Zivilcourage und Mut wäre, dann stellt sich mir die Frage, gesellschaftspolitisch, wo stehen wir dann? Da interessieren mich jetzt diese AfD-Wähler gar nicht. Sondern wo stehen wir dann, wenn dieser Eindruck besteht? Also entweder kriegen die Leute viel zu schnell Muskelkater, weil sie lange nicht mehr trainiert haben, einfach zu sagen, hey, stopp, wir müssen reden. Oder sie fühlen sich tatsächlich schon in einem gesellschaftspolitischen Zustand, dass wenn rechtsextremistische, menschenverachtende Bemerkungen kommen, sie das Gefühl haben, ich bin besser jetzt ruhig. Gibt es eine Version C? Wie kommt es, dass man dieses Gefühl entwickelt, was ja auch wieder was mit Meinungsfreiheit, vielleicht gibt es auch sowas wie Meinungspflicht, sich einzumischen? Fragezeichen. Es gibt ja diesen Satz, Geschichte wiederholt sich nicht, es sei denn als Farce, so sinngemäß. Ich bin da nicht so sicher, ob dieser Satz stimmt, aber ich erinnere mich gut, dass das war die Zeit, in der wir uns auch kennengelernt haben. Ich zusammen mit drei Freunden mal eine Bürgerinitiative gegründet habe, in einer Zeit, in der in Deutschland wieder so schien, als ob wieder alles erlaubt ist, jede Entgleisung, jede Beschimpfung, in der die Asylbewerberheime brannten und in der ein Außenminister, nachdem ein Anschlag verübt worden war, ich glaube, es war das Konzentrationslager, das ehemalige Sachsenhausen, sagte, dass das ein verheerendes Bild im Ausland abgibt. Nicht bei uns, nicht für uns, sondern im Ausland. So. Und da war diese große Verunsicherung bei Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, so wie ich oder wie bei einem meiner besten Freunde, der in Israel geboren ist. Ich in Paris. So. Das ist einfach. Wir haben immer Deutschland in jeder Situation verteidigt und waren plötzlich nicht mehr so ganz sicher, ist dieser Mob eigentlich die schweigende Mehrheit, also die Avantgarde der schweigenden Mehrheit, oder maßen sich das nur an? Und deswegen haben wir wirklich aus dem Nichts kommend, nie aktivistisch gewesen, eine Bürgerinitiative gegründet, die hieß München, eine Stadt sagt Nein zu Fremdenhass und Rechtsextremismus. Und wir haben uns vorgenommen, innerhalb von 6 Wochen die gesamte Stadt auf die Beine zu kriegen, um ein Zeichen zu setzen, friedlich, zivilisiert, mit der Kerze, still gegen das Grillen, die Kerze gegen den Molotow-Cocktail und sagen, eine Stadt sagt Nein. Deshalb waren wir so größenwahnsinnig und haben gesagt, wir wollen 100.000 Leute mobilisieren in München. Und am Ende waren es dann so viele, dass die Polizei uns mitgeteilt haben, bei 400.000 haben wir aufgehört zu zählen. Wir kriegen das einfach logistisch nicht mehr gegründet. So, und was passierte jetzt? Das war interessant, dass uns die Lokalpolitiker erzählt haben, plötzlich in den Bezirksversammlungen, wir hören nicht mehr diese Töne, diese aggressiven, fremdenfeindlichen. Die Leute haben gemerkt, im gesellschaftlichen Klima ist was gekippt. Dass die Waffe der Ächtung eine sehr wirksame sein kann. Natürlich war diese Aktion nur ein Zeichen. Und natürlich kann man sich darauf nie ausruhen. Aber manchmal ist es enorm wichtig, dass eine Gesellschaft sagt, bis hierhin und nicht weiter. Dann übersetzen Sie das mal auf 2020/21, um in die Gegenwart zurückzukommen, weil wir beide ja wissen, wann das war. Wir haben ja die Lichterkette aus guten Gründen nicht so als Franchise-Modell dann deswegen müssen wir eine Übersetzung finden. Weiter betrieben und wir haben gesagt, wir wollten das einmalig machen. Ich glaube auch nicht, dass Journalisten unbedingt als Aktivisten auftreten sollten. Deshalb würde ich sowas nicht machen, auch nicht wieder machen, auch wenn ich es eine Aktion dieser Art noch für noch so gerechtfertigt hielte. Aber irgendwas wäre schon im Moment schön. Das finde ich sehr wichtig und ich bedanke mich auch für die Erzählung, weil ich mich auch sehr daran erinnere, was wir alles gemacht haben, Sie und dann viele anderen auch. Ich erinnere mich in Frankfurt, das war nach Hoyerswerda und nach Rostock, haben wir ein Konzert gemacht, einige Freunde, ich, Marek Lieberberg, und das hieß
heute die, morgen du. Und wir waren erstaunt, dass da 1 Million junge Menschen aus ganz Deutschland gekommen sind. Aber wir sind eben in 2021 und auch hier stellt sich die Frage, was bedeutet das? Ich würde gerne dann doch, auch wenn wir über die Gegenwart reden, in unser Gespräch das Stichwort, das Digitale, die sozialen Netze mit integrieren. Wir leben in diesem Zeitalter, also wir sind nicht auf dem Weg dahin, sondern wir sind mittendrin. Ich habe ein 15-jähriges Kind, also es geht gar nicht für die ohne die Vorstellungen. Ist die Anarchie im Netz eigentlich der Ausdruck der maximalen, objektiven, optimalen, subjektiven Meinungsfreiheit? Oder ist es Demokratie bedenklich? Naja, erst einmal war es natürlich ein ganz großes demokratisches Versprechen. Jeder kann sich äußern und kann Meinungen, manipulative Meinungen durch autoritäre Herrscher konterkarieren und auf Unrecht hinweisen, was sonst auf anderen Kanälen eher unterdrückt wird. Also dieses demokratische Versprechen ist ja auch immer wieder wirksam und sichtbar. Also was wäre dieser wirklich bewundernswerte Aufstand von Frauen angezettelt und auch getragen in Weißrussland, ohne die Möglichkeit, sich über soziale Netze zusammenzutun. So, aber wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Und wogegen ich mich mit Händen und Füßen wehre, ist die Annahme, dass zum Beispiel ein Anbieter wie Facebook neutral ist. Bei uns ist es so, wenn ich ein Interview mit Ihnen führe und Sie, nicht ich, beleidigen jemanden, dann hafte ich für den Satz, den Sie gesprochen haben. Und warum Facebook und andere, die wir jetzt alle aufzählen können, so diesen Nimbus haben, wir können alles verbreiten, wir sind ja neutral. Das halte ich für eins der größten Missverständnisse, die es gibt. Und auch den Beteuerungen jetzt, ja, dass Sie jetzt, die neueste Zahl ist, Sie sind in einem Jahr bei 160.000 Beanstandungen, weil Äußerungen gekommen sind, die nicht in Ordnung waren, sind Sie in 70% der Fälle selbst tätig geworden. Das ist angesichts der Fülle der Äußerungen, schrecklichen Beschimpfungen, Verdrehungen, die es bei Facebook gibt, ein Nichts. Wir haben bei Zeit Online 80.000 Meinungsbeiträge pro Woche, die wir durch eine große Gruppe von Kolleginnen und Kollegen moderieren, sortieren und uns anschauen. Wir legen größten Wert darauf, dass diese Auseinandersetzungen ohne Beschimpfung stattfinden. Und das, was wir machen, mit viel Aufwand, was auch viel Geld kostet, das könnte man jemandem wie Facebook, muss man denen abverlangen. Und alles andere ist nicht die Rettung der Meinungsfreiheit, sondern nur ein Vorwand, weiter mit möglichst wenig Aufwand viel Geld zu verdienen. Ich muss es einmal sagen, die Veranstaltung ist nicht von der Zeit gesponsert, nur damit Sie Bescheid wissen. Aber die Frage. Aber Sie haben mich doch gebeten, das mit Beispielen zu bringen. Ja, aber ich finde das ja auch nachvollziehbar. Aber einmal muss man sagen, es ist ja nicht nur die Zeit, die dafür steht, sondern viele Kollegen und Kolleginnen aus vielen Presseinstitutionen, die das machen. Aber wenn man jetzt das Digitale nimmt, Fehlinformationen, Lügengeschichten, das alles gibt es in der analogen Welt, auch in der politischen Auseinandersetzung, Spionage, all das gab es auch. Jetzt haben wir es im Digitalen. Apropos die Amerikaner. Weil schon was geschehen ist, muss man sagen. Ne? Ja, wenn Sie man muss Twitter auch, sich anschauen. Nein, man muss auch sehen, andere Länder, wir wissen das auch, Russland, aber auch in Amerika wird extrem viel da manipuliert, gelogen, in die Informationsquellen reingetan. Der Philosoph Markus Gabriel sagt, Fake News zersetzen unsere Einstellung zur Wahrheit. Stimmt das? Und wenn ja, was bedeutet das? Wie sollen wir damit umgehen als Demokraten? Wenn du keine andere Quelle hast, ja, natürlich, es stimmt. Wenn Sie mir noch mal erlauben, auf Italien zurückzukommen. Gerne. Wir haben die Gesamtauflage aller Tageszeitungen in Italien liegt im Moment bei 2,2 Millionen. Da frage ich Sie, wenn du dich nur über die Freunde informierst oder die vermeintlichen Freunde, die dich bedienen über Social Media,
was du da für andere Quellen hast, die deinen Horizont ein bisschen erweitern können. Auch das italienische Fernsehen ist nicht auf jedem Kanal in dem allerbesten Zustand. Insofern, auch das ist ein Wert. Die Medien in Deutschland haben Fehler gemacht. Früher, sie machen jetzt Fehler, sie werden immer Fehler machen, aber sie sind im Vergleich zu anderen Ländern immer noch, stellen sie ein fantastisches Angebot dar, auf das, glaube ich, dieses Land auch ein bisschen stolz sein kann, obgleich die Einstellung eine kritische und fordernde bleiben kann und muss. Das schließt an eine Frage von Herrn Rolf Mertes an, die ich gerade bekommen habe. Die steht so beschrieben: Wie sehen Sie, Herr Di Giovanni, Di Lorenzo, wir kennen uns eigentlich, wir sind zu lange per Du, aber deswegen. Wie sehen Sie Meinungsfreiheit auf einer Skala von 1 bis 10? 1 sehr bedroht, 10 nicht bedroht. Und im Vergleich zu den, hier steht 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, zu den letzten Jahrzehnten. Jetzt ist es besser oder schlechter geworden? Wir haben ja, wenn Sie so wollen, historisch eine Situation, die es noch nie gegeben hat. Früher war Einschränkung der Meinungsfreiheit, kam immer von oben. Oder es kam ganz stark von den Kirchen. Das heißt, man konnte sich immer wehren. Es war immer ein emanzipatorischer Akt zu sagen, das lasse ich mir nicht bieten. Ich bin dafür, dass eine freie Meinung auch Gehör finden darf, ohne dass darauf Sanktionen erfolgen. Jetzt haben wir zum ersten Mal das Phänomen, dass dieser Druck, gewisse Dinge lieber nicht zu sagen, aus der Gesellschaft kommt. Was darauf die richtige Antwort ist, das ist noch ein offener Prozess. Ich beklage, dass Institutionen, wenn es Shitstorms gibt, zu schnell einknicken. Aber wenn man sagt, alles, was sich dann so in europäischen Demokratien breit macht, hat sehr oft ein Beispiel in Amerika, das sind ja nachweisbare Fälle, dass ein Museumsdirektor seinen Posten räumen muss, weil er den völlig wahren Satz sagt, wenn man jetzt weiße Kunstwerke weißer Künstler abhängt, ist das auch eine Form von Rassismus, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Weg. Wenn eine Jury zurücktreten muss, weil sie angeblich zu wenig oder zu viele weiße Autorinnen und Autoren ausgezeichnet hat und jemand dann in einer privaten Mail sagt, dass der Vorwurf, rassistische Vorwurf, ein ungerechtfertigter ist. Das sind natürlich Einschränkungen, von denen wir uns früher nie hätten träumen lassen. Es gibt diesen Druck nicht so stark in Deutschland wie in Amerika, das muss man auch sagen. Es gibt auch immer den Mut, den Institutionen zeigen können, deswegen war es ja auch so verheerend, dieses Einknicken oder sagen wir mal, zeitweilige Einknicken in den Fällen Dieter Nuhr und Lisa Eckhardt, verheerend, auch wenn man mit den beiden nichts teilt. Das war einfach ein ganz schlimmes Zeichen, was wir da gegeben haben. Ich würde sagen, im Prinzip ist es das freiste Land, das wir in Deutschland je hatten, aber wir müssen was draus machen. 10 mit großen Bestrebungen, das Ding nach unten zu ziehen, die aber von uns kam und nicht von der bösen Politik. Ich will das nur ergänzen, wir nennen das momentan Cancel Culture, also es gibt ein Ereignis, zwei wurden gerade genannt, darauf gibt es eine Reaktion, übrigens wirklich erstmal getrieben von einigen, gar nicht von so vielen, und die Verantwortung für ihre eigene Entscheidung hatten, haben plötzlich Angst vor ihrer eigenen Entscheidung und das finde ich interessant und stehen nicht mehr dazu. Sie stehen da nicht dazu. Das würde ich gerne ergänzen. Sie stehen nicht mehr dazu. Das heißt, sie sind zu früh bereit, ihre Position, die sie bis jetzt hatten, aufzugeben, anstatt sich gar nicht zu rechtfertigen, sondern in den Diskurs überhaupt einzutreten. Ich habe hier eine Frage von Kerstin, der Nachname steht hier nicht. Die ist noch mal ein bisschen grundsätzlicher, die heißt nämlich, sind die derzeitigen politischen Strömungen nicht Ökonomie,
bedingt. Also Ursache dieser entfesselte Kapitalismus, ich ergänze das jetzt mal, der die Menschen verunsichert, ängstlich werden lässt, ist das eine der Gründe, warum Demokratie störungsanfälliger erscheint als noch vor einigen Jahren? Also ganz bestimmt. Auch die schnellste strukturelle Veränderung, die es je gegeben hat in der Menschheitsgeschichte durch das Digitale. Und ganz bestimmt gab es auch Institutionen, die einiges dazu beigetragen haben, dass das Vertrauen in sie abgenommen hat. Also ich glaube, dass die Erfahrung von 2008, also dieser Finanzcrash und die wenigen Folgen, die es für Verursacher gehabt hat, die Tatsache, dass Manager, Spitzenmanager gut verdient haben, was glaube ich die meisten denen noch zubilligen würden, aber dann für nichts haften mussten und noch mit riesigen Pensionen rausgegangen sind und Abfindungen. Das, was enthüllt worden ist über die Kirchen, also auch über die Kirche, der ich angehöre, der katholischen, das hat doch enorm wehgetan und enorm dazu beigetragen, dass das, was früher Halt gegeben hat, ins Wanken geraten ist. Und Menschen können ohne Halt und ohne den Glauben an irgendwas nicht auskommen. Und wo es plötzlich diese riesige Lücke sich auftut, ja, dann gibt es einige, die dann plötzlich an Reptilien glauben. Sie waren wahrscheinlich nicht wesentlich schlauer in den Zeiten, an denen sie dann an den Dorfpfarrer geglaubt haben, aber es war wahrscheinlich weniger schädlich. Das lasse ich stehen. Michael Oppenheim stellt die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und dem unbegrenzten Recht, sich äußern zu dürfen? Ich will das mal kurz ergänzen, weil Sie es auch zwei, dreimal im Gespräch hatten. Das First Amendment der Verfassung der Amerikaner geht davon aus, dass die Meinungsfreiheit unbegrenzt ist, mit wenigen Aber. Es gibt sogar aus 1969 eine Grundsatzentscheidung, die bis heute gilt, dass darunter auch Hate Speech gedeckt ist. Sie können übrigens auch in Amerika mit SS-Uniformen demonstrieren. Die Idee dahinter, und wir müssen ja über Ideen auch reden, ist, dass auf dem Marktplatz der Meinungen die Menschen in der Lage sein werden, erstens sowas auszuhalten und zweitens sowas zu verhandeln. Bei uns ist es vom Rechtsprinzip des Grundgesetzes und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes zeigen das anders. Wir sagen auch, die Meinungsfreiheit ist unbeschränkt, aber, und es gibt diese Einschränkungen. Und die Frage ist, was führt eher zu einer Gesellschaft, in der die Meinungsfreiheit weder tabuisiert wäre oder plötzlich Symbole verboten werden, strafrechtliche Konsequenzen drohen? Ist der Blick ein Vertrauen in Menschen oder Misstrauen? Also was ist der Meinungsfreiheit, wenn man sie nicht aus dem gerade jetzt betrachtet, förderlicher? Und da wollte Herr Oppenheim eine Antwort von Ihnen. Ich versuche sie zu geben. Amerika ist, da haben Sie recht, sehr viel freizügiger. Es gab auch ein Urteil 64 des obersten Gerichts in Amerika, das ausdrücklich sagt, dass die Meinungsäußerung auch eine robuste sein kann. Da ist sozusagen der Artikel 5 bei uns eingehegter. Dafür gibt es aber in Amerika eine andere Einschränkung, nämlich, dass wenn du in einer Firma was sagst, was dem Arbeitgeber nicht passt, weil er das Gefühl hat, das beschädigt mein Unternehmen oder den Ruf, dass du da in einer Schnelligkeit weg vom Fenster bist, die hier unvorstellbar wären und wo sich hier die Gerichte auch wehren würden. Das heißt, die Gerichte, die Arbeitnehmer würden sich wehren mit Hilfe von Gerichten, so um präzise zu sein. Also insofern ist auch Amerika ist da nicht sehr einheitlich in dem, was sie machen. Was helfen Verbote? Auch eine der Fragen, wo man bis zum Frühstück hier sitzen könnte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass dort, wo gegen Gesetze verstoßen wird, auch es eine starke Antwort gibt des Staates. Wir haben diese starke Antwort des Staates gegenüber den rechtsextremistischen Umtrieben jahrzehntelang eher
nicht gehabt, sondern wir haben skandalöse Nachlässigkeiten gehabt, Verharmlosungen und vielleicht in dem einen oder anderen Fall auf lokaler Ebene auch von, naja, Kumpanei, würde ich mal sagen. Bis in die obersten Spitzen der Gesellschaft. So. Aber deswegen ist es, und da gibt es natürlich Leute, die durch nichts zu überzeugen sind, obwohl, sag ich mal, als Einschränkung es auch rechtsextremistische Aussteiger gibt. So. Aber wer versucht, wer bei der Demonstration versucht, den Reichstag zu stürmen, wer auf Polizisten losgeht, der muss eine harte Antwort darauf erfahren. Weil ich glaube, das ändert nicht dessen Einstellung, aber es hindert ihn daran, zu wiederholen. Und da glaube ich, übrigens, das gilt natürlich nicht nur für Rechtsextremisten. Also alles, was man als Wert vertritt, muss man gegenüber jedermann gelten lassen. Sonst sind Werte auch nicht besonders glaubwürdig. Jetzt erzähle ich dir noch eine Geschichte. Als ich ganz jung war, habe ich mal die Lebensgeschichte eines rechten, sehr jungen, gleichaltrigen Terroristen aufgeschrieben. Warum? Weil dieser Mann an meiner Schule war. Und wir waren sozusagen füreinander die größt denkbaren Feindbilder. Er hat mich beleidigt, fand ihn natürlich auch schrecklich und so weiter. Und er war einer der Ersten, der in Deutschland wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung von rechts, das war eigentlich ein Gesetz, das für links geschaffen worden ist, verurteilt worden ist. So, und wir haben uns ein Dreivierteljahr heimlich getroffen. Und natürlich entsteht da auch eine gewisse Nähe. Ich glaube, er fand mich, glaube ich, auch nett. Und hat mir Geschenke gemacht und so weiter. Und am Schluss sagt er, ich habe eigentlich keine einzige meiner Überzeugungen verraten. Ich glaube nach wie vor an alles, was ich früher geglaubt habe. Aber ich möchte nicht wieder in den Knast kommen. Und deshalb höre ich auf. Und ich sage, besser als nichts. Er ist dann Goldgräber in Australien geworden. Aber das würde ich gerne doch noch einen Augenblick vertiefen. Also Gewalt, körperliche Gewalt. Der Literaturwissenschaftler und Romanist, der große Viktor Klemperer, hat mal Folgendes gesagt. Und aus der Zeit, in der das dann zum Holocaust führt. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt. Sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Ja. Wir haben in Deutschland ganz bestimmte auch strafrechtliche Sanktionen, Gesetze beschlossen, um die geistige Brandstiftung, dieser Satz, der in Deutschland immer erzählt wurde, man fragt sich, wann ist das denn, während den Anfängen, was entgegenzubringen. Es wird sehr viel, übrigens nicht nur heute, aber jetzt sind wir im Heute, an diesen Arsendosen gearbeitet. Jetzt kommen diejenigen, die sagen Meinungsfreiheit und sagen, man muss doch mal sagen können, ich will jetzt wirklich sagen Sie mal ein Beispiel. Vermeiden. Jetzt sagen Sie mal ein Beispiel. Naja, das eine Beispiel ist, die Juden beherrschen die Welt. Hm. Gates. So, die Juden beherrschen die Welt, eines der ältesten Stürmerbilder, davor waren es, apropos die Kirchen, die das erzählt haben. Man kann auch dann weitergehen und sagen, wir müssen diejenigen, die die Welt beherrschen, vernichten. Man kippt das und ist das Strafrecht, das übrigens in Deutschland so wie nie angewendet wird, während den Anfängen. Wann ist der Moment gekommen, wo wir sagen, welche Position auch immer Sie haben, ich kenne Sie nicht, aber jetzt oder nie, wenn wir von Gesetzen sprechen, naja, Strafgesetzbuch. Herr Friedmann, das ist so nicht pauschal nicht zu beantworten. Es gibt Einzelfallprüfungen, Sie sind doch gelernter Jurist, man muss sich jeden Fall anschauen. Das ist sehr schwer zu beantworten und manchmal geben Gerichte auch unfassbare Antworten. Manchmal richtige, manchmal werden auch falsche Urteile wieder aufgehoben. Aber so pauschal fühle ich mich komplett überfordert, Ihnen das zu beantworten. Dieser Satz, den ich jetzt gesagt habe, Juden beherrschen die Welt.
mit dem, wir müssen diejenigen vernichten, die die Vernichten Welt ist meines Erachtens eindeutig strafbar, vernichten. Die Juden beherrschen die Welt ist ein dummer, blöder, furchtbarer Satz, aber ich glaube, du kannst damit niemanden vor Gericht zerren. Du kannst, und da würde ich so gerne, diesen Satz habe ich übrigens häufiger gehört, und ich habe in jedem Fall angefangen zu streiten und zu diskutieren. Und ich bilde mir ein, den einen oder anderen dann auch durcheinander gebracht zu haben, wenigstens das. So, wir haben uns jetzt 90 Minuten angeregt und aufgeregt unterhalten. Wir hoffen, dass wir den einen oder die andere hier auch ein bisschen durcheinander gebracht haben. Und wenn ein paar Fragezeichen übrig geblieben sind, dann umso besser. Giovanni, tausend Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das bestärkt uns, solche Veranstaltungen zu machen. Denn wir müssen es auch machen, auch in dieser schwierigen Zeit, weil solche Diskussionen bringen, glaube ich, für uns alle sehr viel. Und ich habe auch heute Abend wieder einiges mitgenommen. Und De Lorenzo, Folgendes ist mir jetzt da gekommen. Sie sagen jetzt, das war ganz am Anfang, wie schreibe ich meine Überschrift, wie nenne ich das zum Thema Reichstag? Weil gebe ich dem das Forum oder gebe ich das nicht? Und was, das würden ist Sie machen? Was würden Sie machen an meiner Stelle? Ja, ich sage, genau dasselbe haben Sie ein paar Etagen später gesagt. Das Thema hat man der AfD zu viel Raum gegeben, um sie auch populär zu machen. Da sage ich immer, und ich bin im Rundfunkrat bei der ARD, und sage, ihr habt die selbst immer in die Talkshows abends reingeholt, was sie montags im Prinzip vorgetragen haben, konnten sie freitags revidieren und die hatten damit das Plattform gehabt. Und da ist eine, und es wird mir immer klarer, es liegt eine unheimliche Verantwortung bei Ihnen, den Journalisten, bei den guten Journalisten und bei den guten Zeitungen, das entsprechend auszutarieren. Es ist unheimlich schwer. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt Ihnen raten würde, jetzt was ich jetzt machen muss. Ich dem Präsidenten etwas sagen. Gerne. So wichtig das ist, am Ende des Tages liegt es an jeden und jede von uns, den Bemerkungen, wo wir glauben, jetzt ist die Grenze überschritten, in der Tat etwas entgegenzusetzen. Und bei aller Delegation von Verantwortungen bleibt die Verantwortung jeden Tag bei mir selbst. Ja, klar. Was nicht verhindert, was eben von dir gesagt wird. Aber ich bin sehr sensibel geworden in den letzten Jahren, wenn wir uns entlasten, jeder bei dem anderen. Ich glaube, dass das Phänomen nicht der AfD, sondern von Millionen Menschen darin besteht, dass wir uns mit denen und sie sich mit uns unterhalten müssen, weil wir miteinander leben. Aber hätten die das Forum auch bekommen, wenn sie den Reichstag nicht besetzt haben, zu versuchen zu besetzen? Also die müssen ja was machen, um medial wahrgenommen zu werden. Und da liegt mein Problem. Die kriegen meiner Ansicht nach zu viel Forum. Und damit sind die für die nächste Demonstration schon wieder programmiert. Also das ist schon ein Thema. Also das bewegt mich an der Sache. Auf jeden Fall war das Verbot, das ursprüngliche dieser Demonstration mit einer politischen Begründung eine unglaubliche Eselei. So ist das hat ganz viele noch zusätzlich motiviert, dahin zu gehen. Ja. Ja? Und insofern ist es eben so wichtig, welche Wörter man sucht. Da sage ich, es gibt in einer Demokratie auch das Recht auf Dummheit. Nicht auf den Sturm, auf den Reichstag, aber auf dumme Meinungsäußerungen gibt es, sonst ist es keine Demokratie. Herr Lenzero. Sie sehen, wir haben gerade angefangen. Wir haben gerade angefangen. Für Sie herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Vielen herzlichen Dank. Und an Sie, ich freue mich, dass Sie trotz dieser Situation heute Abend zu uns gekommen sind. Leider konnten wir diesen Saal natürlich nicht füllen, wie das sonst sicher der Fall gewesen wäre. Ich wünsche Ihnen alle einen guten Nachhauseweg und darf Sie
bei der nächsten Veranstaltung, die wir machen, wieder sehr herzlich begrüßen. Vielen herzlichen Dank.